Hey, willkommen hier am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir ins Video losstarten, trag dich gerne für mein gratis Online-Coaching ein. Das Ganze kannst du im ersten Link in der Beschreibung machen oder auf dem Infopunkt in der Ecke. Im gratis Online-Coaching bekommst du Informationen, die du weder hier auf YouTube noch in meinem Podcast bekommst. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Es geht in diesem Video um die drei Top-Tipps oder die drei Top-Gründe, warum Frauen nicht mehr zurückschreiben. Und wenn es dir wie mir geht und wie so gut wie jedem anderen Mann da draußen, dann kennst du das. Man lernt eine Frau kennen und du hast das Gefühl, hey, es vibe wirklich, wir haben uns gut verstanden. Aber dann schreibt sie nicht mehr zurück und ihr seht euch nicht mehr und hört nichts mehr voneinander. Und du denkst dir, schade, wir haben eigentlich ganz gut gewiped anscheinend. Ich kenne das, es ist sehr frustrierend, das kann sehr frustrierend sein. Deswegen möchte ich dir im Video erklären, warum es denn sein könnte, dass die Frau sich nicht gemeldet hat. Bemerke dabei, es könnte auch ein anderer Grund sein. Aber das sind die drei häufigsten Gründe, warum Frauen sich nicht mehr melden, nicht zurückschreiben. Und der erste Grund ist, dass von Anfang an nicht genug Grundinteresse da war. Das erzähle ich ja immer wieder auf dem Channel, auch in meinen Online-Trainings, auch auf meinen Coachings, meinen Live-Coachings. Es ist einfach so, dass mit vielen Frauen, mit denen du in Kontakt kommst, das Grundinteresse einfach nicht groß genug ist. Es ist nicht genug Grundinteresse da, mit manchen ist nicht mal genug Grundinteresse da, mit dir zu sprechen, und mit manchen ist nicht genug Grundinteresse da, um dich zu treffen. Ja, und wir sprechen eben deswegen viele Frauen an und lernen deswegen viele Frauen kennen, um die Frauen auszusortieren, die a, uns gefallen, aber auch denen wir gefallen, also wo man sich gegenseitig gefällt. Aber es wird auch immer welche geben, wo das Grundinteresse gering ist. Und wenn du mit so einer Frau die Nummern tauscht und damit ihr zum Beispiel ein Date ausmachen willst, dann kommt es sehr häufig vor, dass die Frau sich nicht meldet oder, und das kennst du bestimmt auch, dass die Frau flaked, so heißt es in der Dating-Community, also dass die Frau frühzeitig oder kurz vor dem Date absagt, weil ihre Oma krank ist oder ihre Mama einen Blumenladen eröffnet hat und sie spontan mithelfen muss oder irgendeine andere Ausrede. Ja, wenn du ein bisschen länger unterwegs bist, kennst du das genau wie ich. Ich muss dazu sagen, ich bekomme das in letzter Zeit fast gar nicht mehr. Also ich bekomme solche Sachen, so Flakes, so Frauen, die kurz vorher absagen, das passiert mir in letzter Zeit überhaupt gar nicht mehr. Das liegt daran, dass ich wirklich schaue, ist Grundinteresse vorhanden. Also ich tausche meine Nummer nicht mit Frauen, wo kein Grundinteresse vorhanden ist. Wo ich merke, wenn ich mit ihr rede und ich bin so, hey, lass uns gerne mal treffen, was trinken gehen und lass uns gerne mal treffen, und sie ist so, ah, ich weiß nicht, ja. Dann gibt es viele Dating-Coaches, die dir sagen, hey, da musst du jetzt den Widerstand durchbrechen, bleib länger dran, hol dir trotzdem die Nummer. Und ich sage in den meisten Fällen, okay, dann ist das Interesse nicht groß genug und dann lasse ich es halt. Weil wenn du dann da weiter prescht, dann wirst du oft diesen Fall bekommen, dass die Frau einfach kurz vorher absagt oder dir gar nicht schreibt. Also wenn du mit Frauen die Telefonnummern tauschst, deren Grundinteresse nicht groß genug ist, dann passiert das schnell, dass die Frau nicht zurückschreibt. Und ihr Grundinteresse ist einfach dann nicht groß genug, wenn sie nicht viel investiert in die Konversation, wenn sie dich nicht viel zurückfragt oder wenn sie es dir schwierig macht, eure Telefonnummern zu tauschen. Ich erinnere mich an eine Frau, mit der ich geredet habe, und sie hat mich gefragt, ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen, und sie hat ganz krass sicherstellen wollen, dass ich auf jeden Fall ihre richtige Nummer habe, einfach weil ihr Grundinteresse so hoch war. Und du musst dann immer schauen, okay, wie sind so die Zeichen der Frau, wie hoch ist ihr Interesse, und wenn es nicht hoch genug ist, dann wird es wahrscheinlich auch zu keinem weiteren Schritt im Dating-Prozess kommen, und dann passiert es schnell, dass die Frau sich nicht mehr meldet. Es kann auch sein, wenn du immer sehr stark weiter pusht, also wenn du immer versuchst, die Nummern zu bekommen, dass die Frau dir einfach die Nummer gibt, um dir nicht sagen zu müssen, dass sie keinen Bock hat, oder einfach, weil sie sich nicht traut, das zu sagen, weil du zu pushy bist, dann kann es sein, dass sie die Frau einfach die Nummer gibt, um der jetzigen Situation entfliehen zu können, weil sie weiß, übers Schreiben werde ich den Typ leichter los, als wenn ich mich jetzt hier auf der Straße mit ihm auseinandersetzen muss. Viele Frauen fürchten da so ein bisschen die Konfrontation, das ist ja auch mehr so eine männliche Sache, und genau, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Nummern nicht getauscht werden. Der zweite Grund, warum sich die Frau nicht mehr meldet, ist, dass euer Kennenlerngespräch zu kurz war und sie nicht so eine richtige Verbindung zu dir aufbauen konnte. Das muss man dazu sagen. Ich habe auch schon Gespräche geführt, die waren eine Minute lang und wir haben uns wieder gesehen. Und ich habe schon Gespräche geführt, die waren eine halbe Stunde lang und wir haben uns nicht wieder gesehen. Aber generell gilt, je länger deine Gespräche sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr euch wiederseht. Denn desto einen besseren Eindruck bekommt die Frau von dir und desto mehr Emotionen kann die Frau auch mit dir verbinden. Ja, nehmen wir mal an, die Frau hat einen, genau wie du, einen 24-Stunden-Tag und sie ist 8 Stunden auf der Arbeit, dann trifft sie dich für und redet mit dir 2 Minuten, dann ist sie noch 5 Stunden bei einem Freund und dann gehen sie noch feiern abends. Dann ist natürlich dieses 2 Minuten mit dir reden ein sehr kleiner Teil ihres Gesamtalltags. Wenn du aber mit ihr zum Beispiel spontan Kaffee trinken warst vor Ort, bei dem Kennenlernen für eine halbe Stunde, dann ist der Eindruck, den sie von dir hat, natürlich viel größer und dann ist die Motivation, dich wiederzusehen, auch viel größer. Vorausgesetzt, das Grundinteresse war groß genug, haben wir ja gerade in Punkt 1 schon mal gesagt. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Je mehr Zeit du mit der Frau verbringen kannst,
beim Kennenlernen, desto besser. Und wenn es oft passiert, dass die Frau nicht zurückschreibt, dann schau mal, wie lange sind so meine Gespräche. Time das auch mal gerne, wenn du willst. Wenn du raus und sprichst Frauen an und lernst sie jetzt nicht im Freundeskreis kennen oder auf Veranstaltungen, dann time wirklich mal, wie lange sind denn deine Gespräche. Und wenn du merkst, es sind alle so 1-2 Minuten, dann schau mal, dass du auch ein bisschen länger mit der Frau quatschst, dass du dir ein bisschen länger Zeit nimmst, mit der Frau zu quatschen. Und wenn du nicht genau weißt, worüber du mit der Frau reden sollst, dann schau mal hier im Channel noch ein bisschen umher, denn da habe ich einige Videos auch zum Thema Gesprächsstoff, wie dir niemals der Gesprächsstoff ausgeht. Der dritte Grund, warum Frauen dir nicht mehr schreiben oder dir auch plötzlich nicht mehr schreiben oder dir kurzfristig absagen, ist, dass du generell zu viel machst am Anfang oder zu viel schreibst. Wenn du mit der Frau die Nummern tauscht und du fängst dann an, ihr direkt nach dem Kennenlernen zu schreiben, hey, war cool mit dir, war cool, dich kennengelernt zu haben, das ist noch okay. Und dann schreibst du ihr eine Stunde später, hey, bla bla, ich mach gerade das und das, was machst du gerade? Hey, warum antwortest du nicht? Hey, wollen wir uns morgen treffen? Und du kriegst auch nie eine Antwort. Also wenn du sehr viel machst am Anfang, wenn du schon nach 1-2 Tagen versuchst, dich ständig anzurufen oder so bist, hey, wann wollen wir uns treffen? Hey, warum antwortest du nicht mehr? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Frau sich denkt, oh mein Gott, was ist das denn jetzt schon für ein anhänglicher Typ? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und eine Sache, die ich dir auch schon mal auf dem Channel hier empfohlen habe, ist, wenn du mit der Frau die Nummern getauscht hast, dann wart einfach so 1-1,5 Tage und dann schreib wieder mit ihr und mach direkt das Treffen aus. Also schreib nicht so viel hin und her von wegen, oh, jetzt muss ich mich erst noch 10 Tage mit ihr unterhalten per WhatsApp, damit wir uns treffen können. Du hast dir ja die Nummer geholt, um ein Treffen auszumachen, deswegen mach auch das Treffen aus und laber nicht so lange drumherum. Ja, und ich sage, diese 1-1,5 Tage warten, damit du einfach so einen ganz kleinen Raum hast, wo sie sich wundern kann, okay, wird der Typ mir schreiben, wo sie es so ein bisschen für dich mehr interessieren kann. Ja, ich bin generell kein großer Fan von Taktiken, das weißt du wahrscheinlich, wenn du den Channel schaust, aber das kannst du gerne so anwenden. Also einfach wirklich nicht zu früh machen. Viele Männer machen das. Viele Männer machen viel zu früh, viel zu viel. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Oder nach dem ersten Date schreiben sie ihr ständig so, hey, wow, das war ein tolles erstes Date. Wann sehen wir uns denn wieder? Passt es dir dann oder passt es dir dann? Mach ganz entspannt. Lass die Frau auch gerne ein bisschen mehr auf dich zukommen. Ja, ich habe auch Dates mit Frauen, mit denen ich die ganze Woche nicht schreibe, die ich auch nie gesehen habe. Ich treffe zum Beispiel heute Abend eine Frau, die habe ich vor einer Woche oder 1,5 Wochen kennengelernt. Und wir haben erst versucht, ein Date auszumachen, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, cool, melde dich, wenn es bei dir passt. Und jetzt ungefähr 1,5 Wochen später hat sie sich halt bei mir gemeldet von sich aus, ohne dass ich irgendwas da in der Zwischenzeit geschrieben hätte, hat sie sich halt von sich aus gemeldet, weil das Grundinteresse groß genug war. Und wenn das Grundinteresse groß genug ist, dann musst du dir halt keinen Kopf darum machen, oh mein Gott, muss ich jetzt viel schreiben, ich muss die ganze Zeit sie auf dem Laufenden halten, das musst du halt nicht. Wenn das Grundinteresse groß genug ist, dann kannst du ganz, ganz entspannt einfach auch Zeit vergehen lassen und mal nichts schreiben und der Frau mal nicht permanent auf den Sack gehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich wieder sieht und dass sie zurückschreibt, auch gleich viel größer. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde auf jeden Fall Teil meines Online-Coachings. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung, ist aber auch nochmal hier unten in der Ecke. Dort kannst du den Channel abonnieren und dort geht es zum letzten Video auf dem Channel. Wie gesagt, wenn du merkst, hey, mir gehen die Gesprächsthemen oft aus, dann schau mal auf meinem Channel nochmal zum Thema Gesprächsthemen vorbei. Da gibt es auf jeden Fall 1-2 Videos, die ich dazu gedreht habe. Schön, dass du dabei warst. Falls du neu auf dem Channel bist, es gibt immer donnerstags und samstags ein Video und ich freue mich, dass du dann oder wenn du dann vielleicht am Samstag auch wieder dabei bist.